So, seit 12 Tagen bin ich jetzt hier in meinem Schnäppchenhaus und nicht mehr auf dem Campingplatz. Leider. Ich vermisse die Strolche da. Hier ist ein bisschen einsam. Aber ich habe momentan sehr, sehr viel zu tun. Hier sieht es aus wie Hulle. Ich musste einige Anschaffungen noch machen. Trockner gekauft und. Ach, ich am besten, ich zeige euch mal, was ich so mir geleistet habe. So. Das kommen wir hier rein. Hier liegt noch der ganze Kram hier. Alles, was ich vom Campingplatz mitgebracht habe. Oh, ein bisschen Lebensmittel. Ach. So, aber hier, das ist mein E-Scooter. Keine Ahnung, wie der heißt. Xi, Xiaomi oder glaube ich ausgesprochen Xiaomi. Mi, ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Jedenfalls Pro 2. Und der 45 Kilometer Reichweite angeblich, aber ich habe es jetzt ausgetestet. Ich bin von hier von zu Hause in die Stadt gefahren, 10 Kilometer zum Bahnhof, dann in Göttingen ausgestiegen und nochmal 5 Kilometer bis zu meinem Arbeitsplatz und dasselbe zurück. Also es waren dann rund 30 Kilometer und dann war auch der Akku so weit runter, dass ich nur noch 7% hatte. Also ist nichts mit 45, aber das reicht. Jedenfalls jo, ist ja nicht schlecht. Also, das mit Kennzeichen. Hier kann ich ihn auch aufladen. Habe ich gesagt, hier noch eine Steckdose, wo ich ihn aufladen kann. Und so komme ich dann einigermaßen gut zur Arbeit. So, das hier ist keine Waschmaschine, das ist ein Trockner. Den habe ich schon mal geleistet, weil ich auf dem Campingplatz gibt es Waschmaschinen und Trockner und das ist immer sehr bequem. Und hier habe ich keinen Trockner. Ich habe zwar hier ein großes Grundstück, wo ich Wäsche trocknen kann, aber wenn es draußen mal wieder regnet oder dann ja, kannst du vergessen, dann das kannst du mit zwei, drei Sachen machen, aber wenn ich ein bisschen mehr habe, dann dauert mir das zu lange. Und hier, ja, da geht es ruckzuck, innerhalb von 1,5 Stunden ist er trocken, Schrank trocken auch. So, dann gucken wir mal hier. So, gehen wir mal raus. Und das ist hier von Gizmo, das Freigehege. Das ist nur dafür da, damit er mal pinkeln gehen kann und sich mal lösen, ohne dass er mir abhaut. Weil hier nicht die Hauptstraße ist. So, das sind hier meine Tonnen. Dann habe ich mir das noch angeschafft hier, Regentonne. Da musste ich erstmal den Hahn anbauen. Und ihr seht, das ist voll. Das ist auch nicht schlecht. Ja, was haben wir hier? Ja, könnt ihr jetzt nicht sehen, da sind noch solche LED-Leuchten, bunte. Solar. Dann habe ich hier in der Küche mir noch einen Fernseher gegönnt. Ich hatte ja zwei Stück im Wohnwagen, also im Wohnwagen und im Vorzelt, aber die habe ich da gelassen. Ansonsten hätte ich meinen Wohnwagen und das gar nicht losbekommen. Und deswegen habe ich komplett alles verkauft dann. Oh, dann hier noch eine gelbe Tonne, weil ich muss ja jetzt hier Müll drin immer. Mir noch angeschafft und gehen wir mal ins Wohnzimmer. So, dann habe ich mir hier noch eine Kommode. Hier war ja immer ein Schrank auseinandergebaut, aber der passt hier nicht hin. Wegen dieser, hier wo diese Stufe ist, hier oben, da ist er, passt er nicht drunter. Und hier praktisch würde er hinpassen, aber dann siehst du die Hälfte vom Fernsehen nicht mehr, wenn du da einen Schlafzimmerschrank reinbaust, dann sieht kacke aus. Deswegen habe ich mir den hier auch noch geholt. Das ist dasselbe, wie ich schon mal hatte. Nach hier hinten, das ist ja, den kennt ihr ja, das ist der Holzofen, Kohleofen, der kommt ja raus. Ich habe ja jetzt einen Pelletofen, der wird dann im September der Pelletofen hier hingestellt, weil den kannst du übers Internet, über Wi-Fi, kannst du den praktisch programmieren und von außerhalb einschalten, ausschalten, also das ist tausendmal besser. Ja, dann habe ich mal einen Plattenspieler. Ich habe nur so viele alte Platten, aber habe ich mir mal einen Plattenspieler gegönnt. Ach hier, der ist auch gut hier. Das ist hier, habe ich euch ja mal gezeigt in einem Video. Das ist der Ofen, wo du einstellen kannst. Ach, ja,
Ja, du machst dann praktisch hier, machst erstmal voll auf 7, ja, dann hier Zündung und wenn er kommt, dann lässt du ihn auf ganz groß stehen und sobald es dir warm wird, ja, oder fast schon zu warm, dann drehst du den so weit runter, bis er ausgeht. Ja, und dann ist nur noch dann so eine Wächterflamme da unten, die brennt noch. Und sobald die Raumtemperatur wieder kühler wird, ja, dann springt er wieder an. Hatte ich gestern Abend mal angehabt, also war wirklich super gewesen. Ja. Der ist normalerweise, wie gesagt, glaube ich, für entweder 40 Kubik oder ich glaube 40 Kubik Raum. Volumen, ne, darunter darfst du den nicht benutzen. Und habe ich hier ja nicht. Ne. Ich habe ja hier, was weiß ich, 4 mal 4 Meter oder so ist der Raum nur. Und deswegen, wenn es richtig kalt wird, dann lasse ich hier offen. Dann geht es dann hier zur Küche. Ja, hier habe ich zwar auch noch einen stehen, aber ich würde dann beides heizen. Und das soll ja auch nur vorübergehend sein. Ne. Wenn, wie jetzt, wenn du draußen warm hast, hast du es hier, weil das Altbau ist, also Fachwerkhaus, hast du es hier immer kühl drin. Und dann machst du das mal schnell an, damit du wieder deine 22, 23 Grad hast und dann machst du ihn aus, dann ist es ja gut. Jo. Das wäre das hier. Na, hier in der Küche muss ich dann auch noch gucken im September. Tapezieren und alles. Hier habe ich ja noch nie was gemacht. Da ist ja noch alles das Alte drauf. Da kommt dann so normale Küchentapete drauf und dann wird das mal alles umgestellt hier. Hier, das Sitzteil soll dann hier alles hin. Ja, Wellensittiche sind mal ruhig. So, schön. So. Das sind ja hier, wie gesagt, das kennt ihr ja, das ist der Pellet. Der Pelletofen. Und hier, das sind die Rohre dazu. Die ich auch noch brauche. So, und ihr seht ja hier, es ist alles noch so wie vor Jahren, wo ich das gekauft habe, hier noch nichts gemacht. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt hier die ganze Tapete abzureißen und so. Deswegen habe ich schon mal ausprobiert, ob ich da nicht einfach hier drüber streichen kann. Ihr weiß, das geht auch. Ich zeige euch das mal. Ich muss nur 2, 3 Mal drüber. So, hier sind wir jetzt in der ersten Etage. Na, Kitty. So, hier, da habe ich schon mal ausprobiert. Und ihr seht ja, das deckt, wenn du 2 mal oder 3 mal drüber gehst. Deswegen werde ich hier alles komplett, hier diese Tapete nicht abreißen, sondern einfach nur drüber streichen, fertig. Das war's dann. So, hier geht es ja dann auf den Dachboden hoch. Oh. Da brennt das Licht, das ist auch gar nicht gut. Habe ich das vergessen auszumachen? Gut. Ja, das ist ja von meiner Tochter das Zimmer. Ja, hier im Schlafzimmer habe ich ein schönes Rollo dran gemacht, damit ich auch gut schlafen kann und nicht so warm hier drin ist. Oh, Fernseher auch. Oh. Ja, hier ist ein normaler Kohleofen drin. Diese Stoffschränke aufgestellt, weil ich gar nicht wusste mit meinen ganzen Klamotten wohin. Und weiß ich jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch zu viel. Muss ich alles noch, ja, noch verstauen. Mal gucken, vielleicht hole ich mir ja noch welche. Hier unten, ja, Scheiben müssen auch mal geputzt werden. Hier unten seht ihr rechts der Pelletschuppen und links die Garage. Ja, das ist ja die Sicherungen drin. Oh, alle so alt. Meine Herren. Die müssen alle mal neu gemacht werden. Heide Witzke.
Hier hängt mein Router, die ganzen Kabel. Ja, das müsste eigentlich alles mal geordnet werden. Und jetzt kriegt er gleich einen Schreck wegen meiner ganzen Sachen, die ich von, ja, all das, was ich vom Campingplatz mitgebracht habe, das geht bis hierhin. Und alles, was dahinter ist in den Kästen, das habe ich noch von meiner Wohnung, als ich hierher bin, hier abgestellt. Deswegen, ich muss unbedingt mal aufräumen hier. So, schön geduscht. Die Waschmaschine läuft. Oh, und dann den Trockner anmachen. Was ich festgestellt habe, ist, es gibt ja unterschiedliche Trockner. Kondenstrockner, Abluft-Trockner und Wärmepumpe-Trockner und bla bla bla. Den ich jetzt habe, ist ein Abluft-Trockner. Das heißt praktisch mit Schlauch und den sollte man ja nicht in der Wohnung einschalten, sondern mit dem Schlauch irgendwie nach draußen. Na gut, egal jetzt. Ich werde jetzt dann, wenn die Wäsche fertig ist, da reinschmeißen in den Trockner. Dann den ganzen Wäschetrockner bis zur Haustür schieben, den Schlauch rausschmeißen, durch die Haustür offen lassen und dann anmachen. Ja, wenn dann 2 Stunden später oder so oder 1,5 Stunden später fertig ist, dann ja, kein Problem. Dann schiebe ich ihn da wieder hin, wo ich ihn hinhaben will. Das ist nun mal so, wie es ist. Das zeige ich euch aber dann nachher. Morgen früh ist um 10 Uhr hier im Dorfe die Kirche. Und die will ich mir mal angucken, mal eine Predigt mitmachen. Gottesdienst meine ich natürlich, eine Predigt hören, so. Alles klar. Sehen wir dann, wie es weitergeht. Der Schlauch, der nach draußen geht. Wollen wir es auch anschmeißen? Aber erstmal brauche ich Verlängerungskabel. So, verbunden. Mal gucken, wie das hier funktioniert überhaupt. Machen wir erst einmal an. Oh, was steht da drauf? Intensiv. Ja, intensiv schonen brauche ich nichts. Wird nichts geschont und kalt schon gar nicht. Gut. Dann brauchen wir Start drücken, was sich da tut. Ah, hoffentlich explodiert er nicht. Was er verbraucht. Uiuiui, hört sich aber ganz schön gequält an. Was blinkt hier? Baumwolle. Oh. Irgendwas vom Baum ist dabei. Et me reporte
Bahn.